Na gut, dann schauen wir mal. Ich glaube, hier vorne stand was drin, oder war das letzte Woche? Ja, die müssen wir zurückpullen, ja. Also wie gesagt, der Marxen bleibt da vorne stehen, aber das ist ja nicht das Problem. Wie weit wollt ihr dann rennen? Also die eine Gruppe beim Boss müssen wir schon machen, oder? Also die, was unten an der Treppe steht, müssen wir schon spielen. Aber, also wir skippen jetzt hier auf der Treppe direkt links von uns, steht eins mittendrin, eins steht am Fuße der Treppe. Da laufen wir beide dran vorbei und dann gibt es ja noch die Treppe runter zum Boss. Und da das, was eben direkt so gesehen im Bossraum steht am Fuße der Treppe, das spielen wir wieder. Okay. Weil du kommst da eh nicht mehr mit dem Spot vorbei. Außerdem musst du die spielen, weil ansonsten kommst du nicht in die Tür rein, wo du ja über die Brücke drüber musst, wo die Pfeile runterhageln. Okay. So, hier vorne, wo der Schatten beginnt, dann stealthen. Okay, hab Raw an. Das war gerade. Das war gerade sehr, sehr gefährlich, Alter. Ich werde da fast. Ich dachte, wenn ich Raw uns mal, dass wir schneller durch sind. Ja, nee, das war schon gut, aber so. Weißt du, ich war noch relativ weit vorne und nicht, dass ich jetzt noch irgendwie ins Back. Voll auf die MSL. So, hier wir werden wahrscheinlich dann einen Heal kriegen. Okay, ich freu mal. Ah, okay, die kannst du nicht. Oh fuck, der halt hat die. Ja, ist komplett CC, ja alles. Naja, aber mein ja, Desorientieren war auch sinnlos dann. Ja. Dann sag ich doch, wir werden einen hier kriegen. Ich kann ihn. Ah ne, okay, den kannst du nicht noch packen. Hauptsache, ihr Cast ist durch, aber sie ist danach immer noch da. Was dann? Ah, da ist der Rogue, sehr gut. Aber das muss ich gleich rausziehen. Kannst du kicken? Er will nicht. Ah, okay, perfekt. Wollen wir den anderen Rogue auch noch holen oder passt das vom Platz? Es gibt nur einen. Ist da hinten nicht? Ja, noch mal einen, aber der ist auf der ganz anderen Seite. Ja, der ist ganz auf der anderen Seite. Ich habe den auch schon adden sehen. Nee. Das reicht, ach so. Alles gut. Wir bleiben hier auf der Seite. Ja gut, aber den ich meine, normalerweise... ich habe das, schon gesehen, dass der geaddet wurde. Okay, ja gut. Weil sonst nur in Teaming patten sie hier zu zweit auf der Seite. Oh boy, ist Bloodlust im Pool, finde ich super. Den Wirbel müsst ihr auf jeden Fall dodgen, ne? Wenn ihr da investiert seid, tut schon so weh. Switchen, Boys. Ich weiß nicht, ob ich das erste Mal hier drin war, die zusammengetankt habe und dann die Gruppe weggekleeft. Das klingt nach einer tollen Sache, wenn du die zusammentankst. Ja, das ist halt das allererste Mal, wo man hier drin ist. War richtig gut. Ich meine, gerade als sie gewechselt hat, hatte ich auch noch einen Star Search rausgehauen, der hat mich auch fast gewonshottet. Wir müssen switchen. Aua. Pass auf, das Schild ist noch da. Ist schon weg. Nö, das ist noch da. Das ist noch drauf, jetzt ist es weg. Jetzt ist weg. Du kriegst kein Damage am Anfang. Doch. Oh doch. Ich hab da schon Leute ziemlich schnell sterben sehen, ne? Was ich gesagt habe, habe ich voll durchgeheizt. Okay. Ja, ich habe einen Dot drauf gemacht und bin auf 30% getroppt. Ich muss näher ran. Was wird nun außer Reichweite aus unserem Reich? Hat eigentlich von euch jemand den Stab von Ashara? Ja. Du trägst den auch, oder? Nö. Was finisht die denn immer so krass, die Bosse? Irgendwie kippen die immer auf 4 oder 5% dann instant um. Oh, sorry. Das ist jetzt kein Execute vom WoW. Damit kommst du nicht durch.
Aber der Stab von der Schar hängt doch von deinem Life, von deinem Mana ab, nicht von dem. Ja. Wenn du unter 10%, also deswegen ist es. Du musst halt, du kannst halt einen Heal raushauen, ne? Du kannst zum Beispiel auch vier Healing Surge machen und dann brockt er direkt. Pull die runter. Ja. Oder ist die ohne Pull? Ah, noch nicht. Hab gedacht, geht das wohl? Ne, die waren ja da voll drin gestanden, also das. Ah, scheiß Wolke. Achtung, der Breath. Morgen, Blut? Hm, bin schon. Sehr gut. Okay, mit den kicken. Ah, komm raus da. Ja, der eine. Okay, der Breath nochmal. Kannst du den einen da irgendwie rauskicken? Ja, wunderbar. Aber gleichzeitig töten, ne? Ich hau gleich nochmal einen Kick raus. Der da hinten stirbt. Hier habe ich auch schon Leute strauben sehen. Ja, ist nicht nötig. Kannst hier oben drüber. Ich meine, um die Gruppe jetzt eben zu skippen. Mit der Vision zu skippen, weil die. Ja, das kostet halt manchmal Zeit, wenn die dann nicht angreifen können und so. Ja. Ne? Ah, Typhoon mal den Marksman aus der Wolke. Pull mal die Putt dazu. Geht's ja wohl. Oder geht's nur mit Ring of Peace? Das misst genauso. Warte mal, wenn ich den Outrange. Pass auf, der brefft hier in die Gruppe rein. Ja gut, weil Ring of Peace von der funktioniert vor. Ja. Aber Kicks und so gehen nicht, weil. Mist. Ah, okay. So, zieh den Crawler's Cry wieder hoch zu dem Marksman. Und dann können wir das cleaven. Jo, ich bin oben. Oder? Ja, wobei der stirbt. Der Marksman ist gleich weg. Hat's ja. Das habe ich nicht so erwartet, dass er halt so schnell umgibt. Breath. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. Wenn, dann machen die Mobs weniger Schaden oder du merkst die 2 Level vom Key? Du merkst die 2 Level im Key. Also. Aber die Mobs sind hier auch nicht so. Ja. So, Waycrest hat halt schon krasse Crash-Mobs. Also, das auch, ja. Also, in Waycrest hast du ein paar krassere Hardhitter mit drin als hier, aber. Du merkst ja halt auch die 2 Level im Key, weil das ist halt schon ein großer Unterschied. Ach, da hinten ist auch nochmal eine, okay. Ja, ist aber kein Problem. Den einen hier. Nein, Mitte, Mitte, dass der da steht. Ja. Hm. Achso, wollt ihr die Mitte holen? Jetzt ja. Wer hat das gerade gepult? Ich kann die ja purgen. Okay. So wen? Ja, weil ich wollte eigentlich erst hinten die holen. Ich dachte immer, wenn du die in der Mitte machst, kommt der Boss. Aber anscheinend ja dann nicht. Nee, okay. Erst wenn komplett clear ist, kommt der Boss. Hm, okay. Ich würde nur aufpassen, dass da kein Heal durchkommt jetzt. Ich habe einmal noch ein Desorientieren. Kann jetzt nochmal einmal desorientieren. Na gut. Einmal habe ich noch einen Knockback. Okay, jetzt muss ich doch mal wollen. Ich knockbackse jetzt mal noch. Okay. Wenn wir. Sehr schön. Aber auch so maximal Range wirklich, wo ich noch getroffen habe. Ja, komm raus da. Ich kann den nicht kicken, ne. Ja, ich habe auch noch Abdingzeit. Ne, ich meine, du kannst die allgemein nicht schubsen. Den dicken kannst du. Ja, den dicken, ja, ne, stimmt.
Ich muss immer dran denken, dass ich mein Trinket hier immer drauf hau. Welches? Ach, diese Karte, weißt du? Ah, ja. Ja, das macht halt schon relativ viel Schaden. Also, es ist eigentlich so das Ding, was am meisten Schaden bei mir macht. Bloß beim Trash ist halt so die Sache, ob da nicht ja eh ein besser ist. Die Hillmobs sind auch so krass genervt worden. Die haben früher die ganze Zeit geheilt, ne? Ja, vor allem haben sie früher AOE geheilt. Jetzt ist Single Target. So krass genervt, aber. Oder wer kümmert sich gerade mit Soße? Ich mit Karl. Okay, sehr gut. Also, ja, wie gesagt, ihr könnt da immer noch ein Ding, ein Stunt-Totem reinlegen und so Späße. Aber dann braucht die letzten 20 Energie oder so nicht spielen. Und wenn du bei 30 Energie Stunt-Totem reinlegst oder sogar noch einen Ticken früher, weiß nicht, Stormboard lang, dann mit den letzten 25 Energie runterticken. Ist dann. Das stand eh nicht so schön. Aber jetzt kommt der Boss. Jo. Jetzt einfach hier nach außen ziehen am besten, dass wir genügend Platz haben. Wäre zu schön. Mit der Prefter sind sonst alles voll. Ja, ich kann sie dann ranziehen. Okay, guck mal. Ja, aber wenn er dann halt in die Mitte blufft wie jetzt, dann hast du halt auch nichts gewonnen. Ja, weil Leute da halt noch stehen. Macht er eigentlich nicht. Wow, ernsthaft? Rexboss. Jo, wenn er gleich rauskommt, ziehe ich einen kleinen Rand. Ja, zweite Phase brauchst du nicht, da spuckt er nicht. Ach, da macht er das Blitzzeug, ne? Ja, das Blinding-Ding. Erinnere mich mal bitte daran, dass ich gleich nach dem Dungeon die Bodeneffekte höher stelle. Ich sehe die Schlange nämlich nicht. Die Schlange? Also, wenn du jetzt dieses grüne Zeug nicht gesehen hättest, ja, okay, aber die Schlange? Ja, wenn sie grünes Zeug sehe ich auch nicht. Bin hinten drin. Warte. Riecht ihr was? Das mit dem Desorientieren noch? Ja. Ja. Ja, das würde den geht, aber Stormboard hat auch gerade geholfen. Nein! Rexvieh. Ich weiß, dass die erst zwei Runden am Rand dreht, aber. Alternativ aber rausstellen, ob die graue Scheiße da. Ja, oder ich glaube, hier wo ich stehe, dürfte ich auch safe sein. Das kann sein, das kann ich aber nicht beurteilen. Naja. Die geht hier immer so durch die Mitte durch. So viel Schaden macht die ja gar nicht, wenn die dich trifft. Ja, ist ja trotzdem unnötig. Aber wenn du auf die Ads durchkleben willst. Kann ich auch vom Rand aus. Ja, gut. Ist noch nicht bereit. Oh shit, Boys. Desorientieren? Danke. Wow. Hat er gerade den Blind abgebrochen? Ja. Ja, weil ich hab mich in der letzten Millisekunde umgedreht, dachte eigentlich, es ist zu spät. Ich hab mich jetzt aber gar nicht umgedreht, ja. Ja, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, jetzt werde ich geblendet, ich hab's verkackt, aber. Okay, easy. Also ich hab ja einfach so hart in die Augen geschaut, da hatte sie dann Angst, ja. Wahrscheinlich. Ist eine einzelne müssen machen, oder? Unten ist so eine Tusse. Ich war gerade dabei, die unten zu pullen, da hab ich die Kuppel noch rechtzeitig gesehen. Für die unten habe ich gleich auch wieder CDs. Wunderbar. Mikrofon muted. Stream Beast, hey, grüß dich. Sind aber nur zwei Mobs. Hol die mal ran. Hütet euch.
Wir haben nichts, wo wir CC'en können, ohne zu pullen, ne? Was? Pullt Root, pullt es. Nein, aber du kannst hier nicht sinnvoll CC'en, weil die Tusse da steht. Ja, doch, den kleinen könnten wir, und nee, dann hätten wir den. Weil entweder steht er zu nah an der Tusse oder du pullst ihn, so wie die Tusse da steht. Ja. Aber den kleinen müssen wir doch jetzt pullen können, oder nicht? Ja, den kannst du. Ja, aber pullen. Den kannst du skippen und den Mob quasi zu den anderen zwei nochmal mitziehen. Okay, also, ja, gut. Sagen, also, wie gesagt, also den kleinen Stormcaller kannst du die Woche halt leider nicht skippen. Weil in den anderen Wochen, wenn der nahe an das andere Pack ranpattet, dann geht das. Mhm. Weil er dann, weil du ihn ja dort routen kannst. Oder weil du ihn dort imprison, zappen etc. kannst. Ja, okay. Aber so wie es jetzt momentan ist, pattet er entweder so nahe daran. Also wenn er halt an der richtigen Position ist, dann hat er halt die Debuff-Aura, dass er nicht CC-bar ist. Jesus, was war das? Wahrscheinlich der Schock von dem Mob. Ich bin nicht Dispo ja die ganze Zeit, der hat ja keine Aufladung. Nee, der kleine Mob, wenn der Schock auf dem Cast. Ach, jetzt haben die meinen Hordler schon wieder umgeboxt. Ach. Die droppen übrigens Sanguine. Das haben sie früher auch nicht. Ha? What the fuck? Ja, da haben sich Leute anspringen ich lassen. Ich 2-1. Nein, du kommst direkt beim Boss oben raus. Keine Lust zu laufen. Ja, na gut. Battle Rats hätten wir auch noch. Ja, ist halt. Du wasted, die starten ja oben beim Boss. Ja, weiter. Ja, gut. Sie müssen halt durchs Movement-Ding nochmal durch, ne? Oh nein. Das war mal genervte Movement-Ding. Oh mein Gott. Du, ich hab da schon Leute verzweifeln sehen, ne? Seitdem du das Battle Rats hast? Passt auf, killt den nicht. Warum nicht? Weil Sanguine. Schon gut. Jetzt haben wir ein Glück. What the fuck, warum ist denn die Pfütze so? Achso, okay, es sah nur so aus. Wir lassen die Tuse kommen, ich hol Aggro von der. Und dann spielt ihr die Mobs da, wo sie stehen, okay? Okay. Wir lassen die Tuse kommen und ihr geht jetzt. Oh lol, die Mobs kommen gar nicht mit. Lol. Die sind ausweit. Okay, auf geht's. Jetzt könnt ihr den Mobs. Auch ein bisschen nach dem Bug, so wie das aussieht. Also, das ist ja, dann ist ja richtig billig, aber sowas musst du halt auch wissen, dass das geht. Selbst wenn, kannst du dir auf eine Position locken. Ja, das schon, aber es sieht halt trotzdem gut aus. Ja, die müssen wir jetzt halt gleichzeitig haben. Ja, oder so. Ah, der hat noch Cooldowns, so eine Scheiße. Ja, der edit jetzt aber wahrscheinlich sofort. Ja, ich weiß. Auf geht's. Ja, okay, lass bei dem, gut. Soll ich auch mit Socken als Tank oder macht ihr das? Kann ich machen. Kannst du auch mitmachen, wenn das was du. Ja, sonst sorge ich auch mit. Es gibt irgendwie Gruppen, die meinen, der Tank darf nicht sorgen, weil er mehr Schaden kriegt, aber das ist, glaube ich, Käse. Du kriegst ja nur von der Säule mehr Damage. Aber der haut schon ganz gut rein, der Boss. Kann die nicht. Passt nicht, steht da, aber. Ich kann mich besser selber hier als euch. Hinten auf der anderen Seite noch eine? Okay. War der Kai tatsächlich? Hä? Tatsächlich? Ja. Deutlich okay. Besser. Weil ich muss meinen Lifebloom auf mich setzen, damit es mehr schneller hielt. Ah, okay. Und auch Leech und so. Also ich kann bestimmt die ganze Zeit zwei nehmen, bevor einer von euch einen nimmt. Bei mir ist noch einer. Ah oh, ne, der. Klar, ich glaube, das ist ein Bug. Weißt du, vor dem Patch habe ich halt, wenn ich 12k Single-Target-Schaden gemacht habe, war das viel, ne? Keine Ahnung, das ist so krass mit den Essenzen und dem ganzen Scheiß, mit diesem Trinket, was das ausmacht. Ja gut, aber die Tank-Essenzen geben ja nicht so viel Damage.
Doch, also jetzt im Verhältnis zu dem, was du als Tank an Schaden machst, ist es halt schon viel. Na komm, komm, komm. Boah. Weiß ja nicht, weil ich meine, du hast ja Anima of Life and Death und du hast Consecrated Flame, die Damage pushen. Ja, die, meine, nee, nee, hier die Dings, Nullifikationsbarriere, ne? Die macht der im Rang 3. Die habe ich mir jetzt reingehauen, das macht halt schon nicht wenig Schaden. Ja, okay, die schon, aber die kann ich noch nicht wirklich beurteilen, weil ich habe sie selber noch nicht. Also die Barriere alle 15 Sekunden sind das halt bei mir 36k. Ich glaube, das skaliert irgendwie mit Mastery, ne? Das kriege ich Ich ja quasi sehe keine viermal. Guten Effekte. Also das sind halt, weiß ich nicht, 140k oder so, was ich in der Minute Vielleicht an jetzt Schild so. habe. Ja, okay, das ist nice. Und also gut, du musst halt den Magic Damage auch fressen, ne? Also, aber du hast ja fast Ja, schon, überall. aber ich meine, alleine, wenn du rechnest, alle 15 Sekunden, was 34k hast du gesagt? Das sind ein bisschen über 2k DPS alleine von dem Ding. Ja, nee, 37k ist es sogar mittlerweile. Ich glaube, das skaliert mit Mastery. Pass kurz auf, hier ist so eine Wall-Tuse, ne? Die wollen wir eigentlich nicht Ja, spielen, die hier wollen wir links skippen. zuerst, Richtung Arcane. Wartet mal, Ritz. Achso, ja, das auch. Aber hier links zuerst Richtung Arcane, dann spielen wir das Auge da. Dann klären wir den Trash von eben Richtung Auge zu dem zweiten Orb und dann brauchst du die gar nicht pullen, die Arcane-Tuse. Aber, Und ich warte mal, mach das Auge, ne? ich bin jetzt nicht ganz mitgekommen. Links, einfach Hier links. links, genau. Ja, Einfach, okay. direkt auf die Arcantusse zu. Ja, aber die müssen wir ja dann machen, die Arcantusse. Also, achso, ihr wollt sie Die jetzt wegziehen? wollen wir auch. Machen Die wir. Arcantusse wollen wir auch Okay, spielen. naja, okay. Aber die Hier ist nicht das Void-Tusse Problem. da rechts wollen wir nicht spielen. Ah, jetzt komme ich mit, weil ich wollte gerade sagen, die können wir ja gar nicht skippen. Ah, nee. Die Void-Tusse, die steht nämlich so weit abseits, dass du sie nicht spielen musst. Also, die kannst du, wenn du halt sinnvoll läufst, ignorieren. Okay. Lock die mal nicht weg gerade. So. Ich habe Starfall gelegt, ich glaube, der Knockback die. Und jetzt läufst du direkt vor, ganz vor und dann direkt nach rechts zum nächsten Auge. Wo alles hast. Ich mach das Auge. Okay, da steht die andere Tusse, da laufe ich jetzt mal nicht Ja, hin. Ja, passt schon. da läufst du nicht hin. So stehen bleiben, wie du bist. Okay, alles klar, passt. Habt ihr den Guard hier, den unsichtbaren? Nein, den brauchst du aber nicht. Lauf auf der anderen Seite der Säule vorbei, dann pullst du den nicht. Das geht ja nicht wegen der Void. Achso, ja, da wo ihr jetzt steht, Nee, nee. meinst du, ja. Ja, also. Von grün zur Kugel. Und dann über orange zum Dings. Zum Auge. Oh Gott, hinter mir der Guardian. Naja, kein Schon Stress. okay. Der braucht eine Weile. Ich kann ihn unchargen. Was, da war noch ein Jetzt Garten ist er drüber. geroutet. Schon gut, schon gut. Ich kick sie auch nochmal zurück. Da ist nochmal einer. Ist Okay, offen, Boys. passt. Bei Mal Guardian spielen Prozente hast du die das. Guards, das passt. Und hier wollt ihr dann auch nochmal skippen, oder? Am Ja. Ende? Okay. Also jetzt gehen wir direkt zum Boss, spielen noch die vier Adds vom Boss und dann spielen wir halt Dings. Okay, hört sich noch einen Plan an. Kann man da mit Stealth durch oder muss man in den Spot? Du Ich solltest glaube, in du den Spot. musst Also, irgendwie. Stealth ist möglich, aber ja, weiß ich Ich nicht, wenn glaube, du die das haben schon gemacht hast. Unsichtbarkeit zu entdecken, die Wir Viecher. haben noch Nee, einen haben sie Guard. nicht. Wir haben noch einen Guard. Wo ist Sie der? haben keinen Invis-Detection, aber ihr natürlicher Detection-Radius ist relativ hoch. Also, wenn du halt vorbeiläufst, dann drehen sie sich teilweise zu dir um. Wenn du halt zu langsam vorbeiläufst, dann Ah ja, unten ist tracken sie sowieso dich. eine große Tussi drin. Ja, die ist ja egal. Die Hat macht die nicht nichts. Invis Detection? Nein, nur die Ne, Shadow hat ganz Invis Detection. vorbei. Also ich schmeiß euch dann in den Roar, ne? Okay, Roar kommt. Weiß nicht, weil Pots brauchst du für den Boss war den nicht. Ja, stimmt auch wieder. Gehen zu dem linken, ich pull den rechten dazu. Ich war Gib hier schon den auf. Ewigkeiten nicht mehr drin in diesem Dungeon. Bin noch ein bisschen hinter euch. Okay, jetzt bin ich da. Oh. Ja, und nur zwei Polen, Boys. Und du musst die am Rand killen. Denk dran, weil die geben Sanguin und dann können wir den Boss nicht spielen. Ach so. Gut, dass du das Genau. sagst. Und das habe ich jetzt nicht gedacht. Gut, bei denen hier geht's, glaube ich, noch. Bis dahin despawnen die, aber. Alles schon okay. Bei den hinteren ist kann es manchmal dumm liegen. Ich muss gleich erwarten, dass ich mit Full Mana da reingehe, ja. am besten. Okay.
Okay, dann ist meine Anzeige schon wieder im A. Ja, du wirst mir die ganze Zeit auf 100% Mana angezeigt. Ich keine Ahnung, diese die Group-Anzeige ist bei mir so buggy. 50, ja. Ich bin eine Weak-Hour, die sich drüber legt. Das sag ich auch mal. Nee, ich hab einfach die ganz normale Gruppenanzeige. Manchmal buggt das und dann wird der Heiler mir die ganze Zeit bei 100% angezeigt. Wenn ich ihn dann ins Target nehme. Blizzard UI, oder was? Ja, das Blizzard UI. Wow, also, ich weiß auch nicht, an was es liegt. Ich habe da auch kein Add-on für, das da eingreift. Also. Na, soll ich dir beim ersten Mal Innerwelt geben oder machst du beim ersten Mal dein eigenes? Ja, kannst du ruhig mal machen. Okay. Okay, ich quatsch mal an. Ihr kennt es ja wohl als Hard Guardian Fokus. Aber nur eben alles zu dotten. Bin auf der anderen Seite drüben, ne? Beim Mond. Ja, wenigstens droppen die keine Pule. Das wär's ja noch. Ach, Kugel. Das gelingt. Krieg mal den. Ah, okay. Ah, ich bitte nicht, ey. Doch, zwei Crits. Kann jemand Diseases dispellen? Ich brauche ein Ziel. Keiner von uns, ne? Nee, Druid können's leider nicht. Also, ich hab in meinem Raid Frame hier nichts, wo ich. Machen kann. Okay, dann darf ich die hier nicht so. Mal vor Ort mit Monk dabei, da konnte es halt runternehmen, wenn du einfach durchglaubst. Oh, warte, ich komm grad nicht an den. Hab ihn? Ja, schon gut. Okay. Die letzte Gruppe, was auch ganz cool ist, die haben diesen Buff nachher in der nächsten Runde. Haben die benutzt, um den Trash zu spielen. Wir haben noch komplett was. Ja, macht's Idee. Können wir dann der letzten. Wir brauchen keinen Trash mehr, wir haben es in voll. Ja, aber dann kann man mehr skippen quasi. Ja, das soll ich sagen, also. Normalerweise Pulse sollte halt nicht so viele Guardians. Google macht keiner. Ich renne. Ist. Ja, es wäre wahrscheinlich gegangen, dass wir mehr Trash zusammenziehen hätten können. Hätten wir vielleicht noch Dings geschafft hier. Two Chest oder was? Two Chest. Warte, ich charge den. Puh. Ich hab meinen Taunt gerade auf das falsche Ziel drauf gehauen, das war gerade ein bisschen bitter. Okay. Jetzt ist alles okay. Jetzt ist eh egal, solange wir gebufft sind. Alter, noch Bloodlust dazu. Da geht was. Alter, ich bin bei 237% Haste. Fast! Ja, 259 war jetzt Kurs. Das läuft. Wegen Overwhelming Power Block. 133, so viel hätte ich auch gerne im Raid. Ja, Alter, 259% Haste, was soll ich damit? So, was gibt's hier Schönes? Oh yes, ein Inversa Mastery Ring. Oh nein, jetzt habe ich den anderen angelegt und gedingst, ne? Sonst hätte ich euch den jetzt geben können. Wär's gut. Jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Versa und Mastery. Bin ich ein bisschen tankier.